Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Begegnung am Berg ist heute wieder angesetzt. Und einmal mehr sind wir im wunderschönen Montafon hin. Man kann nicht genug hineinkommen, ist meine persönliche Meinung da. Heute sind wir wieder im Silbertal und ihr kennt ja sicher, jetzt ist Sommerfestspielzeit. Es gibt Bregenzer Festspiele, Salzburger Festspiele, aber die schönsten Festspiele sind die Sagenfestspiele im Silbertal. Und wenn ihr dahinter schaut, die Kulisse, was da alles dahinter steckt, da gibt es einen Mann, wo hier aus 25-jährige Jubiläum bei der Silbertaler Sagenfestspiele feiert. Und das ist der Ewald Netzer, der freut mich, jetzt freue mich, Ewald. Grüß dich, am Morgen früh. Servus, guten schön. Morgen. Ja, mich freut es auch, dass du da bist. Hey, ja, schön. Ewald, ich kann dir nur gratulieren. 25 Jahre ja. Sagenfestspiele Silbertal. Ja, so ist es. Ja. Ist das nicht eine Erfolgsgeschichte? Ja, doch. Wir fühlen es nicht so, aber natürlich, wir wissen schon, was es heißt, wenn man sieht, 25 Jahre. Es ist immer. Man kann fast sagen, ein Viertel Lebensabschnitt. Jo. Und ja, mit was man angefangen hat und mit was natürlich, was es jetzt ist und was man immer noch wieder umbaut und macht dabei, das macht natürlich schon etwas her. Freut uns. Ich würde sagen, hier hast du ja ein Stück Drusentor Seppeli. Ja, ja. Auf das also gehen wir nachher rein. Ein richtiges Montafonerstück. Ja. Gehörig, ja, da geht es ja um die Sagen, Mythen. Ja, ja, ja. Und eine schöne Geschichte ist gerade auch noch. Das müssen unsere Zuschauer bewerten. Ja, ja, und auf die Einzelheiten würde ich sagen, gehen wir rein. Spazieren wir mal rauf, ja, in die Dorf rauf. Und da haben wir, glaube ich, genug zum Reden. Ja, da gibt es Sprachstoff jede Menge. Ja, gehen wir los, komm. Ja. Gehen wir los. Ewald, wie ist es eigentlich, wenn so eine Grossveranstaltung braucht, auch Sponsoren? Tust du da leicht? Ja. Schau, ich sehe jetzt hier an dieser Tafel. Wir haben immer wieder neue natürlich dabei. Manche fallen weg, manche kommen wieder. Und es ist natürlich schön, wenn man Leute hat, die uns wenigstens ein bisschen unterstützen. Und natürlich haben wir zwei, das ist die Wiener Städtische und natürlich die Gösser. Und größere. Das zwei größere, die sind also mit namhaften Beträgen mit dabei. Und sonst die anderen sind halt klein oder sie helfen etwas mit oder sind einfach so mit dabei. Oh, klar. Ja, also man kann nicht sagen, das sind Riesensponsoren oder das sind. Ja, aber halt Unterstützer, aber heutzutage geht es ja ohne ihm gern nicht. Wir freuen uns über jeden, wo da mit dabei ist. Und wo das zumindest schätzt, dass es uns geht. Vorstellungen sind immer Freitag, Samstag, gell? Ja. Bis Ende August. Bis Ende August, ja. Und gibt es noch Karten? Ja, vereinzelt gibt es noch Karten und da und dort. Also es werden die zwei Wochenende, wo wir jetzt noch haben, da wird ein bisschen eng werden, aber das ist immer. Die sagen, jetzt müssen wir noch schnell zu den Sagenfestspielen gehen. Aber man kann schauen unter www.sagenfestspiele.at. Ja, genau. Dort sieht man, ob es noch etwas gibt. Richtig, ja. Oder? Ja, da sagt man, kann man den Sitzplatz sogar auswählen und sagen, das so viel und so viel haben wir noch frei. Schau dir das an. Da. Ja, 450 Sitzplätze überdacht. Ja, das ist viel wert, Gott sei Dank. Ist das schön da. Ja, und natürlich hat er halt der Steg der Felswand nach und denkt, das weißt, hat, und die Effekte sind denn da so toll. Weißt du, der Wasserfall, das ist dir also Boden gut gelungen. Ja, der ist, Gott sei Dank, ja. Ach, gut. Alte Kutsche hast du auch noch. Ja, wir haben mit der muss dann der Paul kommen, mit der Ross. Mhm.
Ewald, kommen wir mal zum Anfang. Ja. Wie bist du zu dem gekommen, vor 25 Jahren Sagenfestspiel? Wie hat das angefangen? Ja, wir haben am Teufelsbach Wasserfall drin eigentlich schon wunderschöne Sagenerzählungen gemacht. Das hat mein Bruder, der Peter, gemacht. Und der hat das wirklich eigentlich auch gesehen. Jetzt müssen wir eigentlich das bringen, das, wo die Leute, wo man schon vergessen hat, wo verstaubt ist. Und dann eines Tages bin ich halt dann da hinter das Haus offen einmal. Da hat niemand so dran gedacht. Und dann habe ich zum Bruder gesagt, Mensch, ich weiß, das ist ein toller Platz, oder? Schau mal, das auch. Ja. Ist das ja nicht wunderschön? Und da dann haben wir natürlich... Idee gehabt, du. Ja. Ewald, du, das sind so schöne Details, weißt du? Ja. Wirklich, weißt du, nicht Kitte, sondern Kulturgut bringst man, du man da oben. Man muss eben auch, wenn man heute baut, muss man aufpassen, dass man das nicht zu modern macht oder nicht zu extrem. Aber so, wie es auf die Zeit passt. Und das Ensemble da auch, ja, oder da, und dann, das ist alles miteinander. Das ist, die Leute meinen immer, das sei schon ewig da. Nein, das ist gewachsen, oder? Ja, ja, ich würde sagen, jetzt machen wir unsere Wanderung um. Wir müssen ja nicht in Kiesberg, aber in die Kirche um. Ja, wir können schon um ihn schauen. Vielleicht ist ein Mess heute. Ja, kannst du ja probieren. Da, dort haben wir, da dort ist Kapelle und da dort haben wir Kirche. Also das kannst du aussuchen. Gehen wir um. Ja. Ewald, nach dieser tollen Wanderung, schau mal, heute Morgensonne da. Ja, ich habe dir ein paar regionale Produkte mitgebracht. Landjäger vom Walzer, so, sehr schön. Ja, dreierlei Käse, gut. Aber kein Surer-Käse, aber ja, das auch ist, gute Käse, weißt du? Das ist ja wichtig. Ja, ja, das ist von Vorarlberg mit. Vielen Dank. Vom Schnell noch Brötchen dazu, schau. Ja, das ist ja prächtig. Gut, aber prächtig. In dieser Hitze, ich glaube, wir haben ja schon genug geschafft, das kleine Gartal. Ja, da gehört immer. Ja, siehst du, hast einen Öffner auch noch, du. Zum Wohl, Ewald. Zum Wohl. Gratuliere zum, Wohl. Zum 25-Jahre-Jubiläum. Vielen Dank. Ja, das, ich glaub, du, das freut jetzt uns natürlich schon. Ewald, ich glaube, du weißt gar nicht, was du da Grosses leistest. Ja, mein Gott, na, das, man ist dich gewachsen in das. Und man kann das nicht eigentlich so auf mehr nichts, dir nichts sagen. Sondern man muss einfach auf das gesamte Ensemble schauen, dass man Freude hat daran, dass man weiß, das passt. So kann man es zeigen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und selber merkst du das nicht. Du kannst nicht mehr die einzelnen Sachen. Also auf die Jubiläum. Gell? Danke, ja, danke vielmals. Gratuliere. Dankeschön. Ewald, eine Frage. Ja? Du tust immer Begrüßung machen. Ja. Und am Schluss auch bedankst dich. Ja, ja. Was läuft da in dir ab, wenn jetzt du siehst, Begeisterung, Klatscher, was hast du denn für ein Gefühl? Ja, auf jeden Fall ein Zufriedenes. Man freut sich natürlich über jeden Einzelnen, der kommt, dass der in Silbertal gefunden hat, auf Freilichtbühne, zu sicher. Und die Freilichtbühne ist ja nicht klein, aber trotzdem, man muss die zuerst finden und mit der ganzen Werbung und mit allem, was man macht. Aber das ist unheimlich wichtig. Jeder Einzelne, der Mensch kommt ja wegen dem, weil er die Sage erleben möchte. Ja, ja. Und da ist er eigentlich der Mitte drin im Spiel. Er kann direkt fühlen, was passiert. Es ist doch spannend. Ja, es ist schon wichtig, dass man... In dieser Kulisse passt das ja genau ein, weißt du, die Geschichte? Ja, oder? Ja. Weißt du, von da, ich will nicht drauf hingehen. Aber es ist sehr wichtig. Aber es ist wirklich eine tolle Handlung, ja, weißt du? Ja, die Handlungen, die sind immer verschieden natürlich. Und jedes Jahr oder alle zwei Jahre müssen wir ja eine neue Sage haben. Und die ganzen Sagen, die bis jetzt gewesen sind, sind immer nur 2 Jahre lang gespielt worden. Ja, 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 das ist schon Aufwand. Und wenn man bedenkt, in den 25 Jahren hat man natürlich schon einiges müssen überlegen,
wie kann man das machen, wie kann man es machen, wo passt, wo war es rum. Und man hat halt dann wieder da etwas gebaut und da etwas gemacht und da etwas hergerichtet. Und man sieht ja, ob man umschaut, wieder zurück zu den Spielen und wo die Leute sitzen, damit der möglichst jeder alles sieht. Was? Ja, und nicht nur sehr, es sind wunderschöne Lichteffekte, aber die Tonqualität ist auf jedem Platz absolut das Beste. Das ist sehr wichtig, ja. Und da haben wir also wirklich nichts gescheut, auch keine Investitionen gescheut. Weil was in dem Container dort ist, ist unheimlich viel Know-how dort. Ja. Und natürlich, man darf es ja nicht anders sagen. Bei uns ist das nicht so, dass wir können irgendwo einen großen Mast aufstellen und von da leuchten wir alles aus, sondern es muss von hinterher beleuchtet werden. Es müssen die ganzen Beleuchtungsszenen zuerst einmal nächtsweise überlegt werden. Wie kann man das machen? Wie passt es? Wo ist es am schönsten? Wo sieht der? Und dann musst du auf jeden Platz hocken, ja. von der Freilichtbühne, von den Zuschauern her und schauen, wo sieht der das? Was sieht der da am besten? Mm. Und das siehst du halt erst am Abend. Ja. Ja. Du Ewald, hast du schon eine Idee für 2026? Wahrscheinlich schon. Ja, selbstverständlich haben wir da natürlich, man hat immer wieder vorausdenken natürlich Ideen und die wachsen dann natürlich, wenn man auch genau weiß, der Darsteller, der kann das, der bringt das am besten. Mhm. Und da muss man natürlich immer wieder aufpassen, dass man nicht die Gleichlinge am gleichen Ort einsetzt, sondern die müssen auch können abwechseln. Oh, oh. Ja. Aber Sie sind mit Begeisterung dabei. Und ja, die sind also mit großer Freude mit dabei. Das ist viel wert. Ich habe mit ein paar geredet, ja. Und dann haben sie gesagt, weißt, das Schönste ist dann am Schluss, wenn der Ewald mit uns einen Ausflügel macht. Auch, als Belohnung. Auch das gehört dazu. Natürlich. Man hat natürlich so schöne Öbeten, wo man zusammen hockt. Aber natürlich der Ausflug ist dann eigentlich die Krönung. Den machen wir immer zwei Tage. Also mit zweimal übernachten, ja. Und Ding. Und einmal da rum, einmal da rum. Die ist in die verschiedensten Teile von Österreich und auch vom Deutschen oder von der Schweiz oder von, ja, von Italien. Mhm. Es macht schon auch Freude, dass dann dort auch wieder alle mit dabei sind. Und ganz selten, dass jemand nicht mit kann, weil er irgendeine besondere, ein Muss hat, den er nicht kann. Mit dem macht man halt dann auch mal separat etwas. Mhm. Aber sonst ist natürlich das, dieses Zusammensein und das Zimmerwirken. Wenn sie dann merken, dass jetzt wird's dann langsam, jetzt können sie so auswendig, und wenn sie es auswendig können, dann können sie es noch nicht spielen. Dann muss die Gestik, das muss alles zusammenpassen, so wie wenn er das einfach, wie wenn er so auf die Welt gekommen wäre, ja. Aber sie leben es denn, gell? Ja, sie leben es, ja. Das ist das mir gestimmt. Ja, das ist mit das. Mit Freude sind sie macht da. Der Leute dazu. Das spürt auch der Zuschauer und natürlich sie selber, wenn sie spüren, da ist ein Beifall da und da ist nach der Szene wird geklatscht oder die Leute sind zufrieden. Das macht schon innerlich auch was her, oder? Ja. Das ist eben nicht nur, dass sie ja, so... Ja, Ewald, dann sage ich dir jetzt ganz Danke, weil jetzt haben wir Zagenfestspiele, aber der Ewald Netzer, der prägt es munter vor, ja. Hast es prägt und es ist noch nicht alles von deiner Erfolgsgeschichte. Weil du hast ja einen Brotberuf, sag jetzt einfach einmal. Auch das, ja. Und du hast ein Hotel, Vitalquelle, ja, ja. 4 Sterne Superior. Und ich würde sagen, da kommen wir jetzt rein und schauen wir mal an, was du dort machst. Ja, freut mich. Willkommen im modernen Zahlalter. RaiPay. Bezahlen mit jedem Android-Smartphone. Raiffeisen. Wir macht's möglich. Freistanzer.
37 Standorten in Vorarlberg finden wir Raum für Ihre persönliche Beratung und Betreuung. Mit 255 Mitarbeitenden sowie Partnerinnen und Partnern. Unica. Gemeinsam besser leben. Mensch, Ewald, ist das schön, da in der Vitalquelle zu ruhen. Ja. So einen Garten habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, das ist auch natürlich viel wert, dass man ein Grundstück ums Haus hat und natürlich auch eine Möglichkeit hat. Du hast es grosszügig. Also da. Ja, das ist... Seit wann bist du da in der Vitalquelle? Seit wann gehört es dir? Sind 25 Jahre. Oh, noch ein Jubiläum. Ja, fast. Dann haben wir halt eineinhalb Jahre haben wir umgebaut und neu gebaut und dran gebaut, und bis man so wie gesehen ist. Du hast 45 Zimmer da, gell? Ja. Und zuallererst habe ich eigentlich den See gemacht, oder Badesee. Weil da hat es natürlich sehr viel zum Packern und zum Linken, bis das mal wieder einigermaßen grün geworden ist. Da werden die Leute gedacht, was wird der jetzt machen, der ist ein bisschen verrückt, der macht erst einen See und danach dazu. Und dann erst Haus. Ja, aber das hat es dringend gebraucht. Das ist wahnsinnig schwer gewesen, das, wenn man schon eine Vorstellung hat, wer möchte das, oder? Aber es hat einmal geklappt, ja. Das ist schön, und natürlich auch, wenn du nicht Nachfolger hast, die das mit Leib und Seele machen, dann hat es ja wirklich keinen Wert. Dann nützt das schönste Grundstück nicht, der schönste Boden nicht, wenn du nicht Leute hinter dir hast, die auch Freude haben. Ich glaube, ich sage, Marion ist eine Tochter von dir, das ist eine Tochter. Ja, die ist die Tochter, die in der Hotellerie ist. Und die Jüngere, die hat unten in Hohenems. Schokolade, Finca. Und dann ist aber noch eine Tochter. Und die Älteste, die ist im Deutschen draußen da, eineinhalb Stunden vom Bodensee weg. Die machen noch eine Fabrik, eine große Geschichte. Und die Marion ist eben da, die macht also die Hotellerie. Und dann meine Frau und der Schwiegersohn, die haben in Gaschuren das Hotel. Gaschuren hast du noch etwas drin? Ja, da habe ich noch. Wie heißt das? Zellpili. Landhotel. Elpili, ja. Landhotel, ja. Das ist gerade unter der Talstation. Ist auch schön, ist halt nicht so groß wie das da, aber ist auch eigener Betrieb, auch schöne Sache. Mhm. Und so hat eigentlich jeder seine Aufgabe. Hättest du überhaupt Zeit für ein Hobby? Hast du ein Hobby? Ja, Hobby ist Zangenfestspiele. Aber es ist schon das ist mehr ein großes Hobby, ja. Und das ist sicher auch ein schönes. Das ist natürlich wichtig, dass man das gehörig macht. Aber die Natur ist dir ganz wichtig. Das haben jetzt überall gemerkt, wie du respektvoll mit der Natur umgehst. Das gehört einfach dazu. Weil wenn du das nicht hast, weil das ist unsere Grundlage. Weil wenn du mit der Natur nicht umgehst, dass wir Natur ist, dann hat es ja keinen Wert nicht. Dann kann ich in der Stadt irgendwo ein Stadthotel machen. Dann nützt es nichts. Ja. Du, eine Frage. Ist da eine Quelle ohne Hummer da? Ja, es sind eigentlich zwei Quellen da. Aber wir haben der See wird eigentlich aus der Tiefe gespeist. Der hat eigentlich einen Blitz über das Wasser. Und das ist sehr, sehr viel wert, weil das ist noch besser Ball als das Gemeindewasser. Also unser Gemeindewasser, das da ist,
Das ist wohl auch gut, aber natürlich ist anders Zimmer gesetzt. Ja, wir hätten da ein bisschen tiefer drinnen, wäre eigentlich warmes Wasser, weil der Kegel da dort, der bewaldete, der geht ein bis in die Heißwasserzone. Ja. Aber das ist für eine Lee ist das einfach zu teuer, zum der Wolzland hätte da noch die erste Bohrung dort gemacht, zum schauen, wie weit unten ist das. Du bist ausgebucht, hat Marion gesagt, ja, wenn du momentan nichts gehst. Zimmer sind sehr grosszügig. Ja, das ist viel wert. Also, da fühlst du dich als Urlauber schon wohl. Ja, weil so in einem Zimmer, wie in einer Schuhschachtel, sage ich immer, das ist nicht meins. Und das, so habe ich so im Kaschurm nicht wollen. Oder drinnen sind sie sehr groß, die Zimmer. Und viel Platz eigentlich. Und da haben halt andere immer so drei Zimmer hernehmen, damit sie zwei Zimmer hergebracht haben danach. So. Ah. Du, deine Urlauber, was haben die für spezielle Angebote? Ich habe gesagt, E-Bike gibt es da. Und was gibt es denn da noch für die Urlauber bei dir? Eigentlich tun wir den Urlauber nicht richtig zwingen, sondern das machen lassen, was er gern macht. Weil dem geht es im Haus gut. Wir haben, geht am Nachmittag vom 1 weg bis zum 5. Da gibt es ein Buffet, da gibt es von Salat bis zu der Kuchen, bis zu der weiß Gott was, alles und warme. Die können eine Runde schwimmen. Die können im Hallenbad schwimmen oder Hostel schwimmen oder können dann das eigentlich benutzen, wie sie es gern möchten. Und ich lasse mich auch nicht gern im Urlaub in den Ferien zum sagen, dass man ihn sieht, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das. Aber das möchte ich nicht. Jetzt möchtest du entscheiden als Urlauber, oder? So ist es, ja. Und es ist eben auch wichtig, dass man den Mensch allein entscheiden lässt, ihm Vorschläge macht, dass er das und das machen wir. Und das gibt es bei uns. Aber immer auf dem Naturding bleiben, also nicht irgendwie etwas Künstliches oder etwas Verrücktes machen. Sondern das, was wir eigentlich, unser Angebot, was eigentlich vor der Haustür anfangen. Ja, da schau, Munterbuh hat so viel zum Büttern, oder? So ist das, zum Klettern über Gaglerweg. Gera, alles Mögliche. Sagenwanderungen, alles Mögliche. Es ist heute sehr, sehr, sehr viel und hat sich auch viel ergeben, wenn man bedenkt, die Sagen an und für sich, zum Beispiel, gerade weil das heißt Sagenwanderung, die Sagen, die hat man früher vergessen, ja, sind gerne da gewesen. Und dann wir haben halt einfach gesehen, ja, das ist das älteste Kulturgut, wo wir eigentlich haben, sind die Sagen. Ja, oder? Ja. Wir haben kein Schloss und keine Burg nicht hin. Das ist die einzige Burg, wo erwähnt worden ist und die, wo geschrieben worden ist. Das war das Montafon und die findet man ja noch mehr. Wir haben, versteckt. Ja, das findet man nicht. Und wir haben eigentlich das noch einmal mit aufgenommen bei den Sagenspielen drin, das Montafon-Schloss. Aber das ist eigentlich direkt ist nirgends so etwas mehr an. Also wir haben nicht irgendwie ein Kulturgut, das, was man gebaut hat oder das, was aufgestellt war, nicht einmal. Nicht, dass wir in Südtirol sind, das ist all ein paar Kilometer ein Schloss und eine Burg. Ja, gut. Ihr anders. Wir haben schöne Berge da. Schöne Berge und da. Zum Erwandern auch. Das ist auch wichtig. Man darf also nicht denken, wie wichtig das ist. Wenn man natürlich nicht von da ist, dann ist das selbstverständlich. Ja. Aber wenn man das weiß, was das bedeutet, dass man so weit raufkommt auf den Berg, so nachher zurückkommt, das komme ich halt so normal nicht. Dann bin ich halt irgendwo an einer Felswand und da geht es gerade in die Luft. Aber da bei mir hätten ja Montafon. Ich habe dich gefunden, ich habe so viel gehört, wie du das Montafon geprägt hast und immer noch prägst. Kulturell auf jeden Fall. Ja. Ewald, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Erstens, dass du die Sagenfestspiele gemacht hast. Das ist ja so ein Gewinn. Aber das da auch,
Und ich finde, du kannst stolz auf dich sein, was du gemacht hast. Ich bin eigentlich stolz auf meine Familie. Eben. Und es freut mich, dass die alle miteinander so mit Leib und Seele mit dabei sind. Und mehr kannst du eigentlich nicht wollen. Und dass man selber auf sich selber stolz ist, das sind die anderen. Stolz ist ein falscher Begriff. Man hat eine Freude, dass man das gemacht hat, dass man das hergebracht hat. Mhm. Und dass man so weit gebracht hat, dass man niemanden muss fragen gehen oder dass sie halt umgekehrt dich fragen kann. Das ist das Schöne. Ewald, danke vielmals. Ich danke dir vielmals. Dass du mir solche Einblicke gibst. Danke dir vielmals. Das ist sehr schön. Bleib so umtriebig. Ich hoffe, ja. Es braucht's. Ich hoffe, danke, ja. Danke. Ja, liebe Zuseher, das war jetzt eine spezielle Begegnung am Berg im Silbertal mit einer Montafoner Persönlichkeit, die das Montafon wirklich prägt und immer noch prägt mit kultureller und so anderer Sache. Es ist der Ewald Netzer, ein toller Mensch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Vertrauen. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg bei Ländle TV. Und bis dahin, vergessen nicht, dann leben.